Jetzt eben, welche Maßnahmen sind da wirklich aus unserer Sicht heraus einfach auch empfohlen, um die Verbesserung im digitalen Vertrieb in Verbindung mit der Kundenbindung umzusetzen? Auf der einen Seite geht es einfach auch darum, wie schon angesprochen, einfach auch die Vertriebsqualifikation zu stärken. Damit brauche ich einfach im ersten Schritt durchaus einmal, ich muss analysieren, wo stehen die Mitarbeiter? Wo steht die Qualifikation des Unternehmens? Nur dann, wenn ich das weiß, und vor allen Dingen in Verbindung, wo geht meine Unternehmensstrategie hin, um zu sehen, welche Qualifikationen brauche ich im nächsten Schritt, um dann einfach auch die richtigen Maßnahmen zu setzen. Und auch hier ist es natürlich, sind die Mitarbeiter entsprechend mit einzubinden. Nur wenn sie verstehen, warum sie bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen und Qualifikationen benötigen, werden sie diese einfach auch für sich aufnehmen und in ihrem Umfeld inhalieren. Ja? Also damit ist es einfach auch ganz wichtig, sein eigenes Umfeld im digitalen oder für den potenziellen digitalen Vertrieb einfach entsprechend zu erfassen und dann die richtigen Maßnahmen zu setzen. Und natürlich das Thema Dokumentation, ja, von potenziellen Kundeninformationen sind insofern wichtig, um dann ganz gezielt ihre Kunden einfach ansprechen zu können. Und da vielleicht nochmal ein kurzer Sidestep, da gibt es schon eine längere Untersuchung aus den USA, die einfach auch begründet oder einfach auch mit unterstützt, warum es so wichtig ist, Informationen über bestehende Kunden zu haben, um damit einfach auch neue Kunden einfach auch richtig zu adressieren. Einfach zu wissen, warum hat sich Ihr Kunde für Ihr Unternehmen und für Ihr Produkt entschieden? Das hat einen Hintergrund. Entweder passt der Fit, Ihr Produkt hat bestimmte Merkmale, die einfach einzigartig sind. Mit diesen Informationen können Sie ganz gezielt hergehen und neue potenzielle Kunden einfach ansprechen. Was dadurch entsteht ist, vielleicht brauchen die momentan kurzfristig das Produkt nicht, aber mittelfristig oder die Verbindung zu Ihnen. Und der Verkaufsprozess wird wesentlich einfacher, weil Sie einfach auch über die Informationen Ihrer bestehenden Kunden schon wissen, wie Sie Ihre neuen Kunden adressieren, welche Merkmale die haben müssen, um damit zum Erfolg zu kommen. Und lassen Sie die anderen einfach liegen. Ja? Fokussieren Sie sich auf die und Sie werden bis zu 50-60% mehr Umsatz und mehr Erfolg haben. Und Ihre Vertriebsmitarbeiter werden sich viel, viel leichter tun, bei diesen Kunden einfach auch zu Abschlüssen zu kommen. Ja, das ist eben genau das, was einfach auch da nochmal steht, einfach auch Ihre Technologien, Ihre Möglichkeiten im Vertrieb einfach auch zu prüfen, die einfach auch Ihren digitalen Vertrieb entsprechend unterstützen. Und ja, auch da natürlich hängt mit der Datenanalyse, mit den anderen Bereichen zusammen, dass Sie Ihren Weg finden. Wo sind Ihre Quick Wins, um erste Erfolge einfach auch in dem Umfeld bei Ihren Kunden, bei Ihren potenziellen Kunden einfach auch mit umzusetzen und damit einfach auch die Lücken zu analysieren, die Sie vielleicht haben, um ganz gezielt Maßnahmen in der Richtung zu setzen. Und auch hier ist es enorm wichtig, dass Sie ganz einfach wissen, wie ist Ihre Entwicklung, wo wollen Sie hin, aber nicht sofort das Maximale und alles einfach auch mit umzusetzen, es kostet ja auch Geld und Zeit, sondern zu schauen, wo gibt es vielleicht kurzfristige Erfolge, die Sie mit kleineren Maßnahmen setzen können, wo Sie Ihre Mitarbeiter einfach auch entweder qualifizieren, entwickeln und dann umsetzen und diese Erfolge, die Sie da erzielt haben, auch intern zu kommunizieren, um dann einfach auch die nächsten Erfolge aufzusetzen und dann immer wieder zu reviewen Ihren Entwicklungspfad, um zu sehen, was hat Erfolg gebracht, was wollen Sie weiterentwickeln, um damit einfach auch die nächsten Schritte zu gehen. Ja, jetzt mal von der Grundlage einfach mal auf Beispiele von Unternehmen einfach einmal zu gehen, um zu sehen, ganz unterschiedliche Beispiele, die hier für Sie einfach erfasst habe oder definiert habe und die einfach auch mit Ihnen durchgehen möchte. Auf der einen Seite, vielleicht einige von Ihnen kennen aus Nordtirol die Firma Hollo. Die Firma Hollo ist chemischer Betrieb. Was die machen, sind Produkte beispielsweise im Tourismus, wo es darum geht, einfach die Reinigung der Zimmer, also die Produkte zur Reinigung der Zimmer hiermit umzusetzen. Auf der anderen Seite einfach auch die ganze Wäsche zu bedienen, beziehungsweise natürlich einfach auch im Krankenhaus entsprechende Reinigung durchzuführen. Auch die Maschinen, die dann die Reinigung mit umsetzen, hier einfach auch zu bedienen.
Vor einigen Jahren hat sich die Firma Hollo entschieden, ja, wir wollen unsere Kunden stärker integrieren, und sie haben ihre Digitalisierungstransformationsstrategie definiert. Also ein großes Bild erzeugt, um zu sagen, wo wollen wir denn hin? Da sind wir jetzt noch gar nicht beim digitalen Vertrieb, da komme ich dann aber gleich dazu, sondern was wollen wir als ein Unternehmen bei uns digitalisieren? Also die Prozesse, die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Was dabei entstanden ist, ist eben, dass von dem klassischen Vertrieb, wie sie es früher hatten, ganz früher natürlich mit Bestellscheinen und dann mit den Tablets und so weiter. Nein, mittlerweile läuft die Bestellung ihrer Kunden so, dass vor Ort in so einem Hotel beispielsweise alle Waschmaschinen sind über ein zentrales System direkt mit Hollo verbunden. Und zwar permanent, ja, also wirklich just in time. Und die Daten, die Hollo erhält, nämlich welche Wäsche zu welcher Zeit und so weiter gewaschen wird, dient dazu, um die notwendigen Kapazitäten an Waschmitteln in der bestimmten Form, ja, also Weißwaschen, Buntwaschen etc., mit starker Verschmutzung, mit weniger starker Verschmutzung, zum einen vor Ort die Waschmaschinen zu steuern, aber vor allen Dingen braucht sich der Kunde nie mehr darum kümmern, dass genügend Waschmittel, sage ich mal, vorhanden ist, weil das steuert die Anlage und stößt dann automatisiert, ja, diesen Bestellprozess aus. Jetzt, das war schon mal herrlich. Die ganzen Prozesse auch bei Hollo sind mit einer ERP-Lösung dann verknüpft und machen das Ganze. Jetzt, da hat sich aber Hollo gedacht, ja, wie kriege ich noch mehr an Informationen, an Kooperation mit den Unternehmen einfach heraus, und hat sich dann entschieden, eine Applikation, also eine App auf Tablets und mobilen Geräten einfach auch zu schaffen, um die Steuerung der Reinigung beispielsweise in einem Krankenhaus über diese App einfach auch durchzuführen. Das heißt, erstens einmal die Planung von den Mitarbeitern, die die Reinigung in diesen ja durchaus sehr hygienisch sensiblen Bereichen im Krankenhaus entsprechend richtig durchzuführen. Die Schulung der Mitarbeiter über diese App einfach auch zu steuern. Also wenn sie in einem bestimmten Bereich im Krankenhaus vom Zutritt über wie der Prozess der Reinigung abzulaufen hat, hier einfach auch geschult zu bekommen, und das in unterschiedlichen Sprachen. Wie wir wissen, ist ja gerade im Reinigungsbereich, läuft die Reinigung, sind die Reinigungskräfte eher sehr international, und aufgrund dessen einfach auch diese Unterstützung in den unterschiedlichen Sprachen und auch, sage ich, bildgestützt, um die Qualifikation einfach auch zu begleiten. Und mittlerweile sind dann auch all diese Geräte, wie beispielsweise so eine Reinigungsmaschine, die sind über einen Chip mit dieser App verbunden. Und auf der einen Seite wird gesteuert, also die Reinigungskraft gesteuert durch den Raum, sowohl in der Zeit, die Reinigungsmittel werden automatisch einfach auch zugefügt, die notwendig sind, hier das Ganze durchzuführen. Und es gibt eine klare Dokumentation, alles wird über die App mit integriert. Also hier einfach auch die Entscheidung jetzt beispielsweise eines chemischen Produzenten zu sagen, ich investiere in Digitalisierung. Im ersten Schritt in die eigene, in Verbindung mit dem Kunden, um hier einfach auch Wege des Bestellwesens zu optimieren, aber jetzt im nächsten Schritt nämlich den Vertrieb zu unterstützen, weil über all die Daten, die jetzt da erfasst werden, sieht man auch ja, welche Produkte kommen gar nicht von uns, die verwendet werden. Also von Hollo, sage ich jetzt in dem Fall. Welche Produkte wären notwendig? Welche Angebote müssen hier entstehen? Und damit eine massive Unterstützung für den Vertrieb, aber auch dann für die Produktentwicklung, um neue Produkte, die einfach auch bei den bestehenden Kunden einfach auch notwendig sind, hier mit zu integrieren. Warum bringe ich das Beispiel? Wir hatten die Gelegenheit als MCI mit einem Semesterprojekt mit Studierenden hier einfach auch die Positionierung dieser neuen Softwarelösung im Markt gemeinsam mit Hollo zu erarbeiten und hier einfach einen Vorschlag zu machen, wie diese App dann entsprechend positioniert wurde. Und sehr viele von den Ideen in der Umsetzung sind hier dann aufgenommen worden. Und mittlerweile ist diese App im Einsatz, wird dort genutzt und liefert Daten für den Vertrieb, um hier den Vertrieb einfach auch massiv zu unterstützen. Jetzt, das sind also auch Möglichkeiten, wo Sie einfach auch mit Weiterbildungsinstitutionen durchaus Ideen von Ihrer Seite her aufgreifen können, konkretisieren können,
weiter umsetzen können. Ein anderes Beispiel, was wir eben seit vielen Jahren machen, ist im Umfeld der SAP-Partner. Auf der einen Seite auch im internen Vertrieb der SAP, aber ganz, ganz stark einfach auch für die Händler, die SAP-Lösungen im Markt positionieren, die einfach auch auf der einen Seite mit Elementen zum digitalen Vertrieb zu unterstützen. Was dort ganz wichtig ist, einfach auch das virtuelle Präsentieren zum Beispiel, dass man nicht mehr zum Kunden fährt, jetzt gerade bei diesen Cloud-Lösungen und so weiter, die im Einstieg weniger Volumen bringen und mit gleich 1, 2, 3, 4 Millionen kosten, hier einfach auch virtuell mit Whiteboarding, mit anderen Dingen einfach auch wie in einem normalen Verkaufsgespräch sehr schnell den Kunden einfach auch seine Herausforderungen einfach auch zu erfassen und damit einfach eine Lösung zu offerieren und dann einfach auch zu verkaufen. Andere Dinge natürlich auch, wie generell integriert in der Analyse, wie ist der Webauftritt des Unternehmens konsistent einfach auch zu den Angeboten, zu den Kunden, die sie haben, all die Dinge und das einfach auch in einen strategischen Vertrieb hier mit umzusetzen, um hier Erfolge zu haben. Das hat in der Folge einfach auch bei diesen IT-Händlern, sage ich mal, und Consulting-Unternehmen sehr, sehr viel an Veränderung gebracht. Aber eben auch, wie schon zuerst angesprochen, die Notwendigkeit, die Mitarbeiter zu schulen, vor allen Dingen einfach herzugehen, die eigene Strategie, wo will man denn hin, hier mit zu integrieren und dann Online-Medien mit einfach aufzunehmen. Sei es eben einen kleinen Online-Shop für gewisse einfache Dinge, hier einfach auch mit zu integrieren, wie wir es zuerst einfach angesprochen haben bei der Frage oder generell einfach auch Richtung One Voice, also wirklich eine Sprache, die Homepage mit den zusätzlichen Informationen, mit der Integration hier einfach auch mit reinzunehmen und hier den Verkauf einfach auch dann massiv zu unterstützen, sei es durch Beispiele von Kunden, die hier einfach erzählen, warum haben sie sich für das Unternehmen entschieden, für die Lösung entschieden, vor allen Dingen welchen Nutzen haben sie daraus und das unterstützt einfach auch die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit im Vertrieb, also da ist es absolut ganz, ganz wichtig, hier einfach auch alle Möglichkeiten, die man auch hat, ja, und sehr einfach mittlerweile mit umsetzen kann, hier zu integrieren. Ein anderes Beispiel, es wurde ja bei der Einleitung hier schon angeführt, ja, IDM ist ja selbst einfach in der Unterstützung ihrer Unternehmen in Südtirol sehr, sehr aktiv. Wir durften hier an zwei Stellen einfach auch punktuell unterstützen. Auf der einen Seite einfach auch im Umfeld vom Digital Selling, ja, und Coaching und Consulting im Umfeld von Social Selling, sei es jetzt Richtung LinkedIn-Nutzung, Richtung anderer Bereiche. Und einige der Unternehmen und Partner von IDM haben diese Unterstützung einfach auch in Anspruch genommen, um genau ihre Ansätze hier im Umfeld des digitalen Vertriebs einfach auch zu verbessern. Wir hatten dann im Sommer und im Sommer letzten Jahres auch eine spannende Gelegenheit, mit Corona einfach zu schauen, wie können Kleinunternehmen in Südtirol Innovationen generieren und haben dann mit rund 10 Unternehmen, die hier dann beteiligt waren, hier eben eine Seminarreihe zum Thema Virtual Design Thinking. Also Design Thinking ist eine Methode, um Innovationen einfach zu generieren. Hier einfach auch mit Unternehmen gearbeitet und die haben neue Produkte, neue Verkaufswege, neue Ideen zur Vermarktung, zur digitalen Vermarktung speziell einfach entsprechend hier mit umsetzen können. Wenn ich jetzt zurückkommen darf, einfach auch zum Thema B2C. Ich glaube, alle kennen wir natürlich Amazon, ja, die das ganz, ganz massiv einfach nutzen, Daten über ihre Kunden zu sammeln, um hier einfach ganz zielgerichtet Produkte einfach anzubieten, die in ihrem Portfolio sind, nämlich auf den möglichen Bedarf des Kunden aufgrund der Datenanalyse. Aber es haben sich auch in unserem Sprachraum schon viele andere Unternehmen einfach entwickelt, die immer stärker ähnliche Wege einfach der Datenanalyse hier nutzen, sei es jetzt die Shop-Apotheke oder Schöpping jetzt in Österreich, ja, die hier einfach auch den Kunden ganz spezifisch auf Basis der Analyse, was macht man auf der Home, auf den Webseiten, welche Produkte sucht man, um hier einfach ganz gezielt Dinge anzubieten. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück auf das Thema ganz am Anfang, diese Sportuhr. Ja, jetzt, warum gibt man am Anfang so viele Daten in diese Sportuhr ein? Welches Produkt beim E-Bike nutze ich? Jetzt beim Laufen, das habe ich leider etwas oder habe ich etwas reduziert wegen den Knien, aber ansonsten fragt die App sofort, ja, wenn du laufen gehst, welche, also die Uhr,
welche Laufschuhe hast, wie oft gehst laufen. Und wenn man dann das Ganze nutzt, ja, dann fasst es natürlich einfach auch die Daten zusammen. Ja. Und wird man wahrscheinlich dann einfach auch jetzt demnächst vorschlagen, bitte, du musst dein Fahrrad zum Service bringen, ja, weil so und so viele Kilometer drauf sind und das letzte Service zu lange her ist. Und diese Möglichkeiten, es gibt ja auch von Adidas beispielsweise diese Sport-App, die genutzt wird und die zielt ganz, ganz klar in die Richtung ab, nämlich Adidas hat diese App von diesem Linzer Unternehmen gekauft, um einfach auch ihren Verkauf zu unterstützen. Um mit den Informationen, die hier gesammelt werden, aufgrund der Laufstrecke, der Art und Weise, die über GPS-Daten hier gesammelt werden, bei einem Läufer schlägt dann Adidas vor, kauft er die und die Schuhe, rüste dich in der und der Richtung einfach aus, weil man die Informationen hat und ganz zielgerichtet der Person einfach auch die richtigen Produkte empfehlen kann und sofort den Link zum Online-Shop, um hier die Dinge einfach auch dann erwerben zu können. Oder zu dem Partner in der nächsten Nähe als Empfehlung, um hier Dinge einfach auch mit umsetzen zu können. Also die Informationen, die in den letzten Jahren ganz, ganz spezifisch natürlich im Umfeld von Business-to-Customer-Seite hier einfach auch erfasst wurden, finden immer mehr einfach auch Nutzung in einer abgewandten Form, einfach auch in dem Umfeld von Business-to-Business. Jetzt, man nimmt ja, man entwickelt die Ideen nicht unbedingt alle selbst, sondern kann einfach auch bei unterschiedlichen Unternehmen hier einfach auch Informationen aufnehmen. Und wenn wir zurückkommen, abschließend auf der Seite einfach auch zum Thema Holo, dann können Sie genauso, wenn Sie jetzt auf die Homepage von Hilti gehen, sehen, dass Hilti vor einigen Jahren eben für ihre Produkte auch eine App entwickelt hat, wo die Überwachung beispielsweise ihrer Bohrmaschinen durch die App ganz, ganz intensiv erfolgt. Erstens werden keine mehr gestohlen, ja, weil so eine Bohrmaschine von Hilti kostet doch ein bisschen was, weil man weiß, wo das Gerät dann liegt, ja, weil so einfach ist der Chip in der Mitte des Gehäuses nicht auszubauen. Auf der anderen Seite werden dort Daten gesammelt, um die Nutzung des Bohrers entsprechend mit zu erfassen und damit vorzuschlagen, einfach auch zu wechseln. Viele, viele andere Dinge und die App wird mittlerweile von Hilti-Kunden genutzt, einfach auch für ganz andere Produkte im Umfeld des Baus, um eine Gesamtüberwachung von den Tools, die sie verwenden, etc. Also sprich Bohrmaschinen, sei es jetzt Fräsmaschinen, sei es jetzt bis zu Baggern und so weiter zu überwachen und einfach auch damit sogenanntes Predictive Maintenance, also vorbeugende Servicierung etc. hier einfach anzusteuern und damit einfach auch die Kundenbindung wesentlich zu erweitern und dann auch herzugehen, Informationen dem Vertrieb zu geben, die einfach auch helfen, den Verkauf wesentlich besser und zielgerichteter damit umzusetzen. Also es gibt da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und Beispiele, wie man hier einfach auch entsprechend vorwärts kommen kann. Ja, damit einfach auch so zum Abschluss, zum letzten Punkt, nämlich, ja, wie kann man die Dinge einfach auch entsprechend umsetzen, wie kann man es realisieren im Unternehmen? Und da komme ich nochmal zurück, einfach auch auf diese Verbindung, ja, nämlich digitalen Vertrieb und den digitalen Vertriebsraum im Mittelpunkt. Auf der einen Seite geht es einfach auch darum, Kollaboration, also Verbindung zu machen. Da geht es um Gefühle, die natürlich ganz anders sind, wenn man digitalen Verkauf macht, wie im Umfeld des Persönlichen. Sag ich, komme selbst eben, wie gesagt, aus dem Verkauf heraus. Ja, in der Jugend war ich eben entsprechend Verkäufer und dann in unterschiedlichen Funktionen. Wenn man am Kunden gegenüber sitzt, ist es eben ganz was anderes, als wenn man da im virtuellen Raum mit jemandem zu tun hat. Man kann gewisse Emotionen nicht so wahrnehmen, etc. Also man muss lernen, wie kann man doch in diesem geänderten Umfeld den Kunden gewinnen, wie kann man den ansprechen, wie kann man die Produkte offerieren, ja? Wie kann man eben diese Inhalte teilen und dann parallel einfach auch Daten und Informationen sammeln. Da einfach auch ganz unterstützend natürlich eben so mit Mikroseiten, mit den Möglichkeiten, die in Verbindung mit der Homepage stehen, wie schon angesprochen, Referenzvideos von Kunden, andere Beispiele, die hier dokumentiert sind, Aufzeichnungen, gerade wenn es darum geht, Softwarelösungen zu positionieren, hat man viele Möglichkeiten, ganz spezifisch hier einfach auch den Nutzen einer Softwarelösung hier zu positionieren, aber auch genauso bei anderen Produkten.
Und letztendlich nutzt man natürlich dann Videokonferenzen. Ich glaube, das können wir mittlerweile alle ganz gut. Ja, das haben wir wirklich im letzten Dreivierteljahr alle intensiv gelernt. Die ganzen Tools, die am Markt sind, sei es jetzt von Zoom über MS Teams oder sonst was, das entsprechend zu nutzen. Ja, aber wie kann man hier eben im Begriff und der Möglichkeit des Sales Enablements wirklich alles abgestimmt machen? Also das ist Marketing, Ihre Positionierung ganz klar auf die richtigen Kunden, also mit den richtigen Informationen von den Kunden hier positioniert und damit den Vertrieb unterstützt. Dass die Informationen, die vom Vertrieb und aus den Tools heraus einfach auch kommen, in die Weiterentwicklung der Produkte fließt, ja, ist ganz, ganz intensiv, wie zuerst angesprochen, auch mit den Informationen, die beispielsweise über diese Sportuhr erfasst werden und dann weitergeleitet werden an andere Hersteller, sage ich, von, sei es jetzt Sportprodukten, ja, vom Rad über die Turnschuhe hin bis zur Bekleidung, um das Ganze hier zu nutzen. Und da gibt es ja auch genügend Beispiele jetzt, um Chips einfach auch direkt in der Kleidung einfach auch mit zu integrieren, um hier einfach auch wesentliche Daten zu erfassen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen, einfach auf das Thema Datensicherheit. Das entscheidet der Nutzer, welche Daten er wie hergibt und wie nutzen lassen will. Und damit ist man einfach auch entsprechend datenkonform. Ja? Auch diese Information zu dieser Gartner-Studie vor einem Jahr finden Sie dann später einfach auch im Anhang. Jetzt generell, was müssen Sie tun oder was ist ein Vorgehensmodell, damit Sie einfach auch den Erfolg oder die Umsetzung des digitalen Vertriebs in Ihrem Unternehmen einfach auch mit umsetzen? Und damit komme ich ganz klar wieder auf das Thema zurück, nämlich zuerst analysieren, um zu erfassen, wo sind denn Ihre Entwicklungsmöglichkeiten, was ist für Ihren Markt, für Ihre Kunden einfach ganz spezifisch wichtig, und dann einfach herzugehen, ja, einfach auch das Design, die Entwicklung Ihrer Veränderung, ja, Ihrer notwendigen Veränderung, hier einfach auch entsprechend mit umzusetzen, vielleicht auch neue Produkte, neue Vertriebswege einfach auch entsprechend zu positionieren und dann, ja, diese Transformation, diesen Veränderungsprozess einfach anzugehen. Und da aber ganz klar herzugehen, wie ganz Anfang angesprochen, zwar durchaus den Gesamtplan zu haben, aber dann ganz klar runterzubrechen, was ist bei mir jetzt machbar? Sei es jetzt mit den Mitarbeitern, sei es jetzt für die Kunden, was passt zu meinen Produkten? Und da die ersten Schritte zu setzen und die ersten Erfolge einfach auch mit reinzuholen und dann an den Erfolgen einfach auch die nächsten Schritte zu bearbeiten und immer wieder den Gesamtplan entsprechend zu adaptieren. Ja? Man spricht davon von diesem agilen Ansatz, ja, also wirklich immer wieder mit den Informationen vom Markt, von den Mitarbeitern, von den Kunden, von den Produkten, hier einfach auch spezifisch die Anpassung zu machen, um somit auf der einen Seite den Erfolg zu maximieren, aber auch die Kosten im Griff zu halten und nicht explodieren zu lassen, weil man einfach auch zu viel in etwas investiert hat, was dann letztendlich nicht funktioniert. Jetzt, was ich für Sie noch vorbereitet habe, und das möchte ich da einfach an der Stelle hier nochmal durchgehen. Auf der einen Seite einfach auch Links zu unserer Homepage, zu Kurzblogs, die viele Dinge einfach auch in der Richtung erklären. Dann auch zu einem White Paper, wo einfach auch das Thema digitaler Vertrieb und Sales Enablement beschrieben ist. Dann, wie schon angesprochen, einfach auch Links zu unterschiedlichen Studien, damit Sie sich einfach auch nochmal vergleichen können, einfach auch Ihren Status zu anderen Themenfeldern. Und damit aber auch noch der Link zu den klassischen oder auch zu neuen CRM-Tools, also Customer Relationship Management Tools, also Softwarelösungen, die Ihren Vertrieb, jetzt spezifisch natürlich einfach auch, ja, nicht nur im Umfeld Business-to-Business, sondern auch Business-to-Customer, massiv unterstützen können. Daten, die Sie gewinnen, wenn Sie beispielsweise eine Aussendung machen, wie oft ist es dann von jemandem einfach auch geöffnet worden? Hat das weiter oder Sie weitergeleitet, die Information? Um da einfach erkennen zu können, ganz, ganz zielgerichtet, Ihre Informationen, Ihren Verkaufsprozess, Ihren Verbindungsprozess zu Ihren Kunden einfach auch voll erfasst zu haben, gesteuert zu haben und diese Informationen hier einfach auch für den Vertrieb, für die Weiterentwicklung und für die Fokussierung im Vertrieb einfach auch nutzen zu können. Wir selbst nutzen mittlerweile dazu
Membrane als Tool. Früher hat man mal begonnen, vor einigen Jahren, einfach auch mit dem SAP CRM, das war für größere Kunden, das war für uns selbst dann einfach auch zu groß, haben dann in der Zwischenzeit mal mit HubSpot gearbeitet und sind dann letztendlich bei Membrane gelandet, aber auch Salesforce ist ja sicher die bekannteste Lösung im Umfeld, CRM-Lösungen, die im Markt genutzt werden. Ja, auch schon angesprochen, auch wenn es 2017 geschrieben wurde. Ja, das Buch Digital Selling biete ich Ihnen gerne an für alle, die gerne ein digitales Format von dem Buch haben möchten. Senden Sie mir bitte einfach ein E-Mail. Die Adresse ist klar dann auf der nächsten Seite. Und gerne schicke ich Ihnen einfach einen Link beziehungsweise das digitale Buch zu und auch eine Beschreibung, wie Sie es dann einfach entsprechend nutzen können, damit Sie ja die Grundlagen im digitalen Vertrieb einfach in der Form hier nochmal aufarbeiten können. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, einfach auch die ganzen Entwicklungen, die einfach auch spezifisch vielleicht in den letzten 12 bis 18 Monaten einfach auch nochmal entstanden sind und einen Ausblick in die Zukunft zu integrieren und werden noch heuer ein neues Buch auflegen, wird dann eine Ergänzung haben, Digital Selling und Sales Enablement, um damit einfach auch das ganze Thema in der Richtung einfach auch zu erfassen. Ja, an der Stelle eben nochmal meine Kontaktdaten, wie Sie mich erreichen können und an der Stelle einfach auch durchaus nochmal die Aufforderung an Sie, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie jetzt gerade Themen haben, die Sie ganz spezifisch jetzt nochmal stellen möchten, die Sie in den Raum stellen möchten, wo Sie Antworten erwarten, bitte gerne über die Chat-Funktion. Ja, da kommt schon eine. So, eine Frage, die jetzt gerade gekommen ist, ist, welche Einstiegsstrategien würden Sie für Unternehmen, welche sich noch nicht mit Digital Selling beschäftigt haben und für welche, die sich für dieses Thema noch Neuland ist, raten? Ja, also der Punkt ist ganz, ganz wichtig einfach auch in dem Umfeld. Schauen Sie sich an, vielleicht einfach auch, was machen Mitbewerber. Einfach auch, Sie müssen mehr Informationen haben, was wird vom Markt angenommen. Und da hilft sicher mal durchaus, potenzielle Mitbewerber anzuschauen. Vielleicht auch Mitbewerber, die jetzt gar nicht in ihrem Wirtschaftsraum tätig sind, aber in ihrem Produktumfeld aktiv sind. Was machen die? Ja? Warum nicht einfach mal schauen, was machen die anderen? Und dann einfach auch planen, was ist Ihre Strategie? Wo wollen Sie denn mit Ihren Produkten hin? Wie wollen Sie die in einem Markt bedienen? Beispielsweise, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen nur lokal im Südtiroler Raum agieren, dann brauchen Sie eine andere Strategie, als wenn Sie Ihre Produkte einfach international mit umsetzen wollen. Und dann überlegen, gibt es Vertriebspartnerschaften, die Sie vielleicht nutzen können, die Sie mit einbinden können? Ich meine jetzt gerade, wenn es Richtung Business to Customer geht, auch durchaus überlegen, wie kann man Produkte auch parallel über Amazon positionieren? Wissentlich, dass dort sehr viele Prozente dann an Amazon gehen, aber es kann verkaufsunterstützend sein und man kann einen internationalen Markt anders bedienen. Ich weiß von einigen Südtiroler Unternehmen, die beispielsweise genauso mit Alibaba hergehen und ihre Produkte aus Südtirol in den chinesischen Markt einfach auch positionieren und da diese Plattform entsprechend nutzen, also wenn es Richtung Business to Customer geht. Also für sich als Unternehmen einfach überlegen, wo wollen Sie hin, was machen andere und dann überlegen, ja, was könnten die einfachsten und schnellen Maßnahmen sein, um erste Erfolge zu erzielen. Das kann jetzt sein, dass man massiv mal auf der Homepage einfach arbeitet und sagt, ist das, was ich da transportiere, wirklich zeitgemäß, spricht es meine Kunden an, schafft es ja die richtige Adressierung einfach auch hinsichtlich des Nutzen für einen Kunden, um hier einfach auch die Maßnahmen zu setzen. Kann ich Referenzkunden hier mit einbinden, die einfach auch erklären, warum das gerade von Vorteil ist. Eben Analyse machen, schauen, was man schnell umsetzen kann und dann Schritt für Schritt die Wege gehen und dann immer wieder prüfen, was hat den größten Erfolg gebracht, für mich den größten Nutzen gebracht und an dem sich dann einfach auch entsprechend weiterentwickeln. Auch an der Stelle glaube ich durchaus Ihr Kontakt zu IDM, die ja solche Analysen oder eben das Coaching in der Richtung massiv mit ihren Fachbereichsverantwortlichen einfach auch unterstützen. Also auch dann durchaus nochmal der Hinweis, nutzen Sie die Möglichkeiten der IDM, um so eine erste Erfassung zu machen. Der zweite Weg ist durchaus der, wenn Sie Ideen haben, dann einfach auch
sei es jetzt die Hochschulen, Universitäten in ihrer Umgebung oder auch das MCI, ja einfach auch anzusprechen. Sie haben eine Idee, Sie haben eine Innovationsidee, gibt es ein Semesterprojekt, gibt es eine Masterarbeit, die Sie vergeben wollen oder eine Bachelorarbeit, um Dinge einfach auch zu konkretisieren. Auch solche Sachen wären absolut gut, einfach auch mit umzusetzen. Ja, da jetzt noch eine andere Frage oder einfach ein Comment. Ja. Gute Sales-People haben bis jetzt dazu tendiert, gewisse Fähigkeiten und Eigenschaften zu haben, wie eine gute Menschenkenntnis, eine gewisse Extrovertiertheit, gute Storytellers zu sein. Würden Sie sagen, dass es bei Digital Selling immer noch auf solche klassischen Sales-People-Skills ankommt? Braucht es für Digital Selling auch neue Fähigkeiten, welche im herkömmlichen Vertrieb nicht so gebraucht wurden? Ja, oder es gebraucht hat. Also ich sage mal grundsätzlich, die Grundfähigkeiten braucht es einfach im digitalen Vertrieb genauso. Weil sie sind ja in der Interaktion mit den Menschen. Auch da brauchen sie ein Menschenkenntnis, müssen vielleicht einfach auch diesen digitalen Weg einfach auch nochmal stärker nutzen und die Möglichkeiten einfach auch in der Richtung noch stärker erfassen. Braucht zusätzliche Skills? Ja. Also auf der einen Seite, aber ich glaube, das haben wir alle mittlerweile ganz gut gelernt, wie kann man mit den Tools umgehen, um hier Präsentationen einfach auch mit umzusetzen, dass sie einfach auch funktionieren. Es hat sich mit den ganzen Applikationen, die zur Verfügung stehen, schon sehr, sehr viel einfach auch entwickelt, um hier einfach auch einfach in Verbindung zu treten. Aber wenn Sie ein spezifisches Produkt haben, das eigentlich sonst angegriffen werden muss, das erklärt werden muss oder eine Dienstleistung, die Sie verkaufen wollen, dann ist es ganz wichtig, einfach auch das Verkaufsgespräch zu unterstützen und da einfach auch Fähigkeiten zu entwickeln, beispielsweise eben dieses Digital Whiteboarding, gemeinsam mit dem Kunden an etwas zu arbeiten, es zu zeichnen oder herzugehen. Da gibt es andere Tools wie Miro, ja, wie in einem kleinen Workshop einfach auch den Kunden zu analysieren, seine Herausforderungen einfach auch aufzunehmen und dem einfach auch mit weiterzuentwickeln. Also was sicher im digitalen Vertrieb mit dazu gehört, ist noch sensibler sein, weil man nicht alle Sinne einfach entsprechend mit umsetzen kann und auch Fähigkeiten, einfach auch Tools und Möglichkeiten hier zu unterstützen und sie zu nutzen und damit einfach auch mit umzusetzen. Also es sind sicher Skills, die auf jeden Fall mit dazukommen und einfach auch ergänzend im Umfeld sind. So, jetzt haben wir da noch eine andere Frage. Sehen Sie eine Möglichkeit im Business-to-Customer-Bereich, eine Differenzierung von Amazon und Co.? Denn Amazon und Facebook werben ja unsere Kunden ab durch billige Eigenproduktionen. An diesen Plattformen muss man alle Rechte abgeben. Wir versuchen das durch eine kreative, emotionale Ebene im Web. Ja, ja, absolut. Ja, also deshalb habe ich auch bei meinen schriftlichen Beispielen lieber kleinere Lösungen wie Shopping, ja, oder eben die Shop-Apotheke genommen und nicht Amazon und Netflix und wie sie alle heißen. Aber Sie müssen ganz gleich wie früher einfach überlegen, was ist die Markteintrittsbarriere? Wenn Sie jetzt beispielsweise in den asiatischen Markt wollen, gibt es einfach Plattformen wie Alibaba, die dort sehr, sehr stark etabliert sind. Und da kann man dann durchaus einmal auf größere, sage ich, oder mit, ja, mit dem Abtreten größerer Prozente hier agieren, einfach dann Markteintritt einfach auch zu erleichtern. Parallel dazu einfach auch zu schauen, wie kann ich dann die Kunden, die ich hier gewinne, motivieren, durchaus stärker mit mir als Unternehmen verbunden zu bleiben. Und es hängt einfach auch von den Produkten ab. Schaffe es wirklich, mein Produkt mehr emotionale Verbindung einfach auch zu schaffen und hier zu integrieren? Habe ich gewisse Alleinstellungsmerkmale? Kann ich damit einfach auf andere Plattformen gehen? Auf jeden Fall sich nie auf eine Lösung allein verlassen, sondern durchaus versuchen, andere Wege hiermit zu integrieren, um nicht noch weiter einfach auch die Großen zu fördern. Man sieht ja jetzt auch momentan, wie ideenreich der Handel damit umgeht, um auch in dieser Lockdown-Phase einfach auch Produkte zu vermarkten. Denkt man an Click and Collect, ja, ist ein Riesenaufwand. Braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber sie sind trotzdem in der Lage, über diesen Weg einfach auch Kunden, die durchaus nach Produkten suchen, diese Verbindung zu schaffen und dann holen sie einfach dieses Produkt einfach auch bei ihnen ab. Sind Themen, die einfach auch parallel jetzt einfach entstanden sind mit vielen Ideen,
um hier einfach auch diese Bindung zum Kunden einfach auch weiterhin mit umzusetzen. Ja, welche Ausbildungen würden Sie empfehlen für jemanden, der einfach auch in dieses Digital Selling einsteigen will? Sie finden sehr, sehr viel einfach auch im Ausbildungsbereich, einfach wenn Sie selbst searchen. Wir bieten auch einige sogar kostenlose Angebote von unserer Seite her, jetzt über die Homepage auch mit an, wo Sie mal einen Überblick und einen Einstieg in die Richtung finden können. Und dann würde ich eigentlich fast jedem mal empfehlen, sowohl Unternehmen wie auch Einzelpersonen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, kleine, erstens mal mit Webinaren, die angeboten wurden, sich anzuschauen und dann einfach jemanden zu finden, der zur Branche passt, die man selber hat, zu den notwendigen Skills, die sie entwickeln wollen und dann einfach erste Seminare mit umzusetzen. Man, etwas anderes natürlich, Beispiel, da kommen wir jetzt wieder zum MCI zurück. Wir bieten auch einen Studiengang zum Thema Vertrieb mit an. Da sind digitale Elemente mit drin. Es gibt auch jetzt Überlegungen bei unserem MCI, hier einen Executive Master Studiengang Richtung digitalen Vertrieb mit aufzusetzen. Wenn das kommt, sehen Sie es dann sicher auf der Homepage und in Bereichen. Also es gibt da einige Überlegungen, hier einfach auch genau das Thema, den digitalen Vertrieb, Sales Enablement einfach auch mit Maßnahmen zu unterstützen. Derzeit im universitären Bereich, im deutschsprachigen Umfeld erst ein oder zwei Universitäten und Hochschulen, die sowas einfach als Executive-Seminare anbieten. Aber es gibt einige natürlich Anbieter, die im Umfeld einfach auch Seminare hier offerieren. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren. Und dann versuche ich Ihnen auch weiterzuhelfen, wenn Sie irgendwas Spezifisches haben.